Berlin-Tag- und Nachtstar Josephine Welsch wurde bereits im April Mutter von Zwillingen. In einem YouTube-Video sprach die Miri-Darstellerin jetzt aber erstmals ausführlich über die komplizierte Geburt und berichtete so von den schlimmsten Schmerzen ihres Lebens. Demnach platzte bereits einen Tag vor dem errechneten Geburtsdatum ihre Fruchtblase. Das erste Baby kam dabei noch ohne größere Komplikationen zur Welt. Doch das zweite hatte sich im Bauch quergelegt, wie Josephine berichtet. Daraufhin wurde eine sogenannte innere und äußere Wendung vorgenommen. Eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung für die Schauspielerin, wie sie erklärte. Wenn ihr denkt, dass eine Geburt schlimm ist, dann probiert mal eine innere und äußere Wendung aus. Die versuchen es von außen und gehen mit der anderen Hand rein. Josephine Welsch berichtete von unerträglichen Schmerzen, die Wehen seien nichts im Vergleich dazu gewesen. Das war das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ich habe geschrien, als ob ich abgeschlachtet werde, erklärte sie so. Doch all die Schmerzen waren es wert, jetzt ihre beiden Kinder im Arm halten zu können.